Ja, auf jeden Fall ein schönes Trikot, muss man sagen. Ich hoffe auch ein erfolgreiches Trikot fürs Wochenende. Und ich habe auch schon viele Anfragen bekommen, ob ich das weitergeben kann, was ich natürlich alles verneint habe oder abgelehnt habe. Ja, also leider ist es tatsächlich so, dass der Server um 10 zusammengebrochen ist aufgrund des Andrangs. Und ich befürchte, der wird auch nicht kleiner, wenn Sie jetzt alle wissen, dass Philipp Bargfried das Trikot auch noch gut findet. Das ist natürlich auch nicht schön für uns und da entschuldigen wir uns auch bei den Fans, die es online probiert haben. Wir werden aber wahrscheinlich noch ein paar Trikots zurückhalten, die man auch online kaufen kann, damit einfach da die Fairness gegeben ist, dass auch ein paar Fans von außerhalb die Möglichkeit haben, das Trikot zu kaufen. Es wird aber so sein, dass das im Laufe des Tages heute ausverkauft sein wird. Das steht auch schon fest, so wie der Andrang ist. Ich glaube auch nicht, dass alle hier draußen in der Schlange ein Trikot bekommen. Das ist einfach der Fluch des schönen Designs. Wahrscheinlich. Und ja, müssen wir das nächste Mal einfach noch besser gemeinsam mit unserem Dienstleister uns vorbereiten. Nein, das ist schon der Reiz der Aktion, dass es auch ein limitiertes Stück ist. Das ist ja ein Sondertrikot. Wir haben das ja ähnlich erlebt. Zum 111-Jahre-Feier, da hatten wir auch ein Sondertrikot, auch 1111 Trikots, auch 111 Euro. Diesmal ist es 7,80 Euro, wenn ich richtig rechne, teurer. Also insofern, das war damals eine totale Erfolgsaktion und wir gehen davon aus, dass wir im Resümee dann auch wieder sagen, dass das eine tolle Aktion war und dass jeder Fan, der so eine Rarität ergattert hat, da total glücklich drüber ist, weil es eben auch ein limitiertes Stück ist. Ja, genau. Beschreiben, wann das passiert ist, kann ich nicht, kann Martin selber gar nicht. Also wir gehen schon davon aus, dass das definitiv also so spätestens Anfang der Verlängerung schon da war. Und das erstmal muss man den Hut davor ziehen, dass er dann damit durchgespielt hat. Da war, glaube ich, auch ein bisschen Adrenalin im Körper. Einmal hat er sich noch hochgewuchtet, das war nicht ganz unwichtig. Und ja, trotzdem ist das natürlich ein hoher Preis, den wir da jetzt zahlen, weil, also ich sag mal, sehr optimistisch, 6 bis 8 Wochen müssen wir schon rechnen. Das ist das Jubiläumsspiel unseres Vereins und ich glaube, die Fans werden eine Menge dazu beitragen, dass es von vornherein ein besonderes Spiel ist, über diverse Aktionen, die um das Spiel herum stattfinden. Es ist ein super wichtiges Spiel für uns. Also wir müssen punkten in der Liga, um den Anschluss zu halten. Wenn wir punkten, sind wir sofort wieder in einer Top-Situation. Das gibt die Tabelle einfach her. So enttäuscht wir letzte Woche in Nürnberg waren, dass wir mit einem Sieg auf jeden Fall Plätze gut machen werden und definitiv sozusagen in absoluter Schlagdistanz zu den Plätzen sind, wo wir hinwollen. Und dementsprechend gehe ich nicht davon aus, dass irgendeiner, dass da irgendein Problem entsteht, sondern wir werden sehr fokussiert sein, wir werden sehr aggressiv sein, wir hatten genug Zeit, uns zu regenerieren. Auch das ist ein Vorteil. Es gibt auch schon eine Menge, was da auf uns zukommt. Also das ist eine gute Mannschaft. Wir hatten mit Sicherheit eine Krise in den Ergebnissen, haben jetzt aber auch 2-mal gewonnen, wie auch immer. Pokal, haben sie ja selber gesagt, waren sie selber nicht zufrieden mit der Leistung, aber sie haben gewonnen. Und das Spiel gegen Mainz, also jeder weiß, was Mainz für eine Saison spielt, 3-0 zu gewinnen, haben sehr gute Konterstärke, da müssen wir gut drauf aufpassen, spielen sehr viel direkt im Konter, ein Kontaktspiel, haben gegen den Ball grundsätzlich die Idee, auch den Gegner früh zu attackieren, hohes Pressing zu spielen. Und das ist schon eine schwere Aufgabe, der FC Augsburg. Das sage ich nicht, das sage ich auch nicht jede Woche, das wisst ihr auch. Das sind wirkliche Top-Stürmer in der Liga. Finn Bogason mit Sicherheit aufgrund seiner nicht, also er ist ja relativ verletzungsanfällig, ansonsten wäre der auf gar keinen Fall mehr beim FC Augsburg. Bei allem Respekt vor Augsburg. Michael Gregoritsch halte ich für einen der besten Spieler, die aus dem Zwischenraum in die Tiefe nachgehen, der unglaublich kopfballstark ist, Abschlüsse aus der zweiten Reihe gleichzeitig Fußball spielen kann. Also das ist richtig Qualität, die sie da haben. Also ich war sehr, sehr froh, dass ich gestern noch einen freien Tag hatte. Also wenn wir jetzt heute wieder gespielt hätten, dann hätte ich sehr viel Energie aufwenden müssen, mich schon wieder zu fokussieren. Aber auch dann hätte ich das hingekriegt, weil, Entschuldigung, bei allem Respekt, wir sind Profis und das müssen wir hinkriegen. Also jetzt mit der Zeit dazwischen sehe ich da überhaupt kein Problem. Also die Jungs konnten 1,5 Tage genießen, das sollten sie auch. Also wer auf der Rückfahrt nicht gelacht hat, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Aber jetzt geht's wieder in eine neue Spannung rein und Sonntag ist Augsburg und dann wollen wir ganz gerne wieder lachen. Ja, also überheblich oder nachlässig werden wir auf keinen Fall. Das ist auf jeden Fall klar.
Ja, für uns war das ein super Erlebnis. Ich glaube, das hat uns sehr viel auch aufgezeigt, dass wir eine grandiose Moral auch bewiesen haben nach den Gegentoren, dass wir da immer zurückgekommen sind, dass wir auch gerade in dem Stadion gegen so einen Gegner dort bestehen können. Und wie der Trainer auch gesagt hat, natürlich war die Busfahrt zurück super, keine Frage. Der Tag gestern war sehr wichtig, auch für den Kopf. Und jetzt, heute Morgen, liegt der Fokus klar auf Augsburg. Und da wollen wir das Spiel auf jeden Fall gewinnen, keine Frage.